Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hoodie Stories. Wir sind jetzt bei Mission 7, Puzzlestücke. So, Zentrale, Stanisnevski tot. Die Wichser. Tut mir leid, Jungs. Aber mir scheint, die Sache hier ist noch nicht ausgestanden. Schüsse werden aus dem Tyrone Science Center gemeldet. Das Witzige daran ist, das Tyrone Science Center ist genau in dem Gebäude, in dem auch unsere externe Forensik untergebracht ist. Wer auch immer hinter all dem steckt, will um jeden Preis alle Beweise von letzter Nacht beseitigen. Das können wir nicht zulassen. So, 5 Zivilisten. 12 Verdächtige, Schwierigkeit 6,5. Okay. Pfefferspray war scheiße. Durchbruch-Kit. Haben wir noch nicht benutzt, ne? Warum kann John Rhimes nur 3 und Rick Jones 4? Er ist älter und cooler, aber... wofür braucht man das? Endoskop war cool. Blendgranaten kann er nicht werfen. Rauchgranaten lassen wir mal weg. Dietrich-Set. Oh, er kann auch das Dietrich-Set benutzen. Durchbruch-Kit. Ja, du nimm mal lieber diesen Handgriff, damit wir besser schießen können. Rauchgranate, Blendgranate. Taser. Ach komm, nimm mal meinen Taser. War jetzt nicht so der Fan von, aber... oder? Bevor wir da reingehen. Ja? Nur, damit du es weißt. Manchmal schicken wir Beweise hierher. Damit die Forensiker sie überprüfen. Wir versuchen, das Labor geheim zu halten. Nur wenige wissen davon. Selbst auf dem Revier. Also, zurück zu deiner Frage. Wer auch immer das Krankenhaus angegriffen hat, will Beweise zu dem Angriff auf die Primrose Studios beseitigen. Aber du hast doch gerade gesagt, dass praktisch keiner weiß, dass wir mit diesem Labor hier zusammenarbeiten, oder? Woher sollten die dann wissen, wo sie zuschlagen müssen? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Wir kriegen das raus. Sobald wir mit all dem fertig sind. Okidoki. So, muss ich ehrlich zugeben, ich habe wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. On the ground now! On the ground now! Ja. Hands up! Da ist eine Tür. Ah! Ah, oh, das ist ein Schalter. Ich jetzt erst den hier, den grünen. Kann man leicht übersehen. Hands up! Okay. Schießen kann ich schon mal nicht. Oh, Drogen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir da sind. Go. Roger that. Stand down. Fuck. Ah! Okay, das war so eine Übungsrunde. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir sie fertig. Get down. Er hat sich widersetzt. Get down. Fuck. Jetzt wissen sie wirklich alle Bescheid. Diesmal liegt kein... Oh, doch, Koks liegt hier. Okay, okay. Die kommen uns schon entgegen. Get down! Get down now! Get down! Hands up!
Stehen die noch da, oder? Hands up! Get down! Move. Copy that. We have a suspect down. Wie konnte ich nochmal schlagen? Ah ja. Ey, da hat die Waffe auf mich gezeigt. Ich bin unschuldig. Regroup on me. Ich habe gerade auf das linke untere geguckt und dachte mir, was ist das für ein Raum? Und dann war da jemand. Scheiße. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Hat man ein, zwei Tage nicht gespielt, ist man so eingerostet oder was? Fuck, ey. Er hat auf mich gezeigt. Mit der Waffe. Dann darf man den erschießen? Get down now! Ach, er rennt. Gut. Get down now! Gucken wir erstmal den Gang. Hier waren wir noch nicht. Ach, diesmal war es okay, ja? Okay. Suspect spotted. Hands up. Hat der Glück, dass ich daneben geschossen habe. Fall in on me. Gucken wir mal den Raum hier an. Hier ist aber nichts. Keine Drogen, nichts. So, öffne mal die Tür. Fuck. Der hat sich schon festnehmen. Get down now. Fall in and stay close. Okay. Mister, Dreh, aufmachen. Geh mir aus dem Weg hier, nicht, dass ich hier schieße. Kannst du nicht hier einfach mit dem Dietrich? Geht nicht, ja? Deploy C4. Copy that. Nein, das ist Sprengstoff. Okay. Die Person lebt noch. Get down now. On the ground now. Get down now. Hands up. Regroup on me. So, wir heilen uns jetzt erstmal. Go. Affirmative. Weil so weit waren wir noch gar nicht hier. So, und weiter. Ah, hier könnten auch noch Leute sein. Geh durch, go. Alter, hat mein Kumpel auf den Rücken geschossen. Ah, ich heil dich aber nicht, tut mir leid. Weil wenn du drauf gehst, kann ich noch weiterspielen. Andersrum ist es nicht möglich. Hallo? Ah, ich habe keine Magazine mehr. Das sind ja drei Magazine nur, die wir dabei haben. Natürlich ein bisschen unschön. So, der eine ist ja damals hier hochgeflüchtet, ne? Müssen wir mal aufpassen. Das ist ein Scheißgang, ganz ehrlich. Go. Copy that. Okay. Ah, fuck. Lass mal gucken, ob da jemand ist. Nein, das gibt's doch nicht! Ah! Fuck you! Mann, hat der eine bessere Flinte als ich? Stand down. Fall in on me. Oh! On the ground, yeah! Scheiße! Ich hab extra nach rechts geguckt, ob da jemand ist. Aber nein, er war links diesmal. Das ist das Gute an diesem Spiel, die ändern immer ihre Position. Das bleibt nicht immer alles gleich, aber man muss echt aufpassen. Get down now! Secure the target. Suspect spotted. Copy that. Jawoll! Achso, den brauchst du jetzt nicht mehr festnehmen, weil du kannst die Waffe aufhören. Affirmative. Achso, den haben wir gar nicht festgenommen.
Dafür war es simpel. Oh, ich habe zu lange gewartet. Manchmal klappt es, dass man nur ein, zwei Schuss braucht. Manchmal braucht man echt fünf. Schärfen. Bleib mal nach. Hammer. Perfekt. Gut, der kniet. Kann aber ja sein, dass noch einer hier ist. Nein. Kann ich die Tür aufmachen? Negative? Dann machen wir hier auf. Durchbruch, Kids. 3, 2, 1, go, 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 go. Handschellen. Ich gehe einen Gang weiter. Diesmal ist der Gang. Fall in on me. Taser. Taser ready. Ja, du musst auch. Cover that area. Roger. Nein, Junge. Go. Copy that. Taser den Typen da. Warum taserst du ihn nicht? Cover that. Affirmative. Taser den doch mal. Darum war die Waffe scheiße. Mit Pfefferspray ist er aktiv dran gegangen. Get over there. Roger that. Ich glaube, ich habe meinen Kumpel angeschossen. Der Taser ist scheiße. Er hätte aus der Entfernung jetzt angreifen sollen. Macht er nicht, weil er einen scheiß Taser hat. Der Taser ist Dreck, ist der. So. Jetzt geh hier mal, mach mal auf da. Gut, das war ein Headshot. Ah, jetzt hab ich vergessen, nach Koks zu suchen, ne? Oder nach Gras. Okay, selbes Spiel. Opening the door. Copy that. Clean und die Scheibe ist kaputt. Cool. Alter, das war Glück. Das war Glück. Ich habe ihn nicht richtig gesehen, aber... Schieb den mal vor hier. Kommst du? Hier, öffne mal die Tür. Nein, 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 nein. Alter, dieser Typ, ne? Der geht mir sowas auch auf den Pisser. Mann, regt mich das auf, aber das Spiel ist gut. Hands up, on the ground now. Alter, ich hab so die Schnauze voll. Ich kill gleich alle hier. Los. Ich bin der lange Arm des Gesetzes. Ich kill euch alle. Regroup on me. Get down. Gut. Knie nieder. Disable that. Affirmative. Ruhig bleiben, Heinrich. Ruhig bleiben. Macht das Spiel Spaß! On the ground now! Ich muss nur langsam wieder runterkommen. Ich bin so aufgeregt gerade. Wow. Officer verletzt. Hier, Gang mal bewachen ganz kurz. Ich muss mal teilen. Gut. Weiter. Gucken wir mal ganz kurz den Gang nochmal runter. Waffe aufheben. Tür öffnen. Get down now. Festnehmen. Secure the target. Roger. Fall
in and stay close. Okay. Use the mirror. Roger that. No visible threats. Eine doofe Tür. Opening the door. Affirmative. Deploy a breaching charge. Copy that. 3, 2, 1, ein Marsch! Rechts, links ist informiert. Okay. Warte mal. Nein! Komm zurück. Ich bin Pinball. Ah, oh, fuck. Ich hab mich auch geblitzt, Dings. Und daneben geschossen. Was, ein Zivilist? Haben wir einen Zivilisten gekillt? Offizier und Zivilist getötet. Okay. Dann habe ich leider den falschen. Alter, ich bin auch unschuldig. Geht doch. Kann man diese Kürbisse ja einsammeln? Ist das ein Update gewesen wegen Halloween? Fallen wir jetzt also auf die Scheißdinger. Bin ich schon wieder verletzt? Okay. Ach, nimm das andere Magazin. Das sind alle nicht mehr voll. Boah, wir hätten einen darüber erschießen können, durch das Fenster, aber naja. On the ground now! Zip him up. Roger. Gehen wir erstmal rechts lang. So, ist wer in der Küche? Check mal. Ah, sind glaube ich zu stabile Tür, ne? Oh, direkt vor uns. Fuck. Unerlaubte Gewaltanwendung, bla bla bla. Kann ich den Kürbis einsammeln? Nein, kann ich nicht. Scheiß Kürbis. Regroup on me. Check die Tür auch nochmal. Check behind the door. Oh, Roger. Freddy. Suspect spotted. Ein Scary Movie. Nee, gar nicht. Scream oder so, ne? Scary Movie war ja die Verarsche. Ja. Durchbruch-Kit haben wir nicht mehr. Go. Negative. Warte mal. Kannst du die Tür öffnen? Opening the door. Heads up. Ah, Koks. Cool. Ah, ist ein riesiges Scheißhaus hier. Okay. Schnappt ihr mal das Koks? Secure that. Affirmative. Können wir die Masken einsammeln? Schade. Get down. Fall in and stay close. Suspect spotted. Ah, Alter. Danke, Kollege. Ich wollte gerade sagen, hier in den Scheißhäusern können sie alle hängen. Ah, legt keiner ein Ei, das ist gut. Das ist denn hier ein Großrechner auf dem. Oh, damit. Das ist auch bestimmt eine Anspielung aus irgendeinem Film. Die ich jetzt hier nicht verstehe. Stimmt. Ja, ich weiß, ich bin halb tot. Wow. Get over there. Geh da mal vor. Ah, dieser Zivilist, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Mir egal, ob der lebt oder stirbt. Scheiße, ist mein Kumpel tot. Kann ich die Waffe gerne nehmen? Also nehmen lieber. Gewaltig. Ah, das wird doch nichts mehr. Das sehe ich ja jetzt schon.
Muss da nur ein Arsch in diesem Scheißraum sein. Bist du alleine oder hast du Freunde? Was ist das hier? Oh, ich habe einen Raum vergessen. Nein, wir haben einen Raum vergessen! Ah, zwei Schuss ist ein Witz. 12. 12 Freunde haben wir noch. Hab ich noch irgendwie Blend oder so? Nee, ne? Scheiße. Ja, sicher! Nein! Fuck, das war der letzte. Fuck! Ah, ist das Spiel gut. Ja, sorry. Das wird heute nicht so ein Durchmarsch wie die letzten Male. On the ground now. Puh. Achso, die Waffe habe ich vergessen aufzuheben. Hebt mal auf. Get that. Copy that. Regroup on me. Aber bisher hat mich immer dieser Bin Laden-Verschnitt, dieser Oberterrorist, mich immer erwischt. Zweimal schon. Fall in on me. Get down now. Oh. Ach, warte mal. Ich will diesen munitionssparsamer sein. Ich mache erstmal das eine Magazin leer. Und diesmal durchsuchen wir alle Räume. Opening the door. Copy that. Secure the target. Copy that. Fall in and stay close. Hands up! Opening the door. Roger. Fuck. Zivilist umgebracht. Ist er ein Sackgesicht? Warte mal, einmal können wir das Magazin noch benutzen. Sehen. Er schießt da quasi den Zivilisten. Müssen wir uns mal merken, die Ecke hier unten. Vielleicht können wir das ja mal verhindern. Regroup on me. So, den Raum wollte ich. Ja, gut. Ich glaube, erst die Gänge clean machen und dann halt. Hands up! Oh, ich habe in den Po geschossen. Defuse that. Affirmative. Ah, ist lang gelaufen da. Fall in on me. On the ground now. Ah, läuft auch weg. Suspect spotted. Get down. Ah, fuck. Get down now. Scheiße. Get down. Ob mir dasselbe gleich da nochmal gelingt, weiß ich nicht. Nein! Ich schieß vollkommen daneben. Das waren drei Räume mit Geiseln. Einmal der Flur und zwei Räume. Fuck, ey. Das kriegen wir noch hin, das Level. Es tut mir leid. Ach, gut reagiert. Zip him up. Copy that. Hands up!
Regroup on me. Get down now! Secure the target. Affirmative. Heads up! Get that. Affirmative. Get down now! Mich erwischt. Go. Copy that. Nee, du sollst diesen Typen da festnehmen. Zip him up. Affirmative. Gut. Use the mirror. Affirmative. Suspect spotted. Hands up! Ups. Hat sich ja ergeben, habe ich gar nicht mitgerechnet. Stand down. Fall in on me. Gang ist frei. Camera under the door. Affirmative. Suspect spotted. Negative. Hands up! Secure the target. Roger that. Fall in and stay close. So, dann nochmal eine Kamera bitte. Check behind the door. Roger that. Suspect spotted. Negative. Scheiße, mach mal die Tür auf, Junge. Lockpick the door. Copy that. On the ground now! On the ground now! Hast keine Angst? Hast keine Angst? Ich habe auch keine Angst. Polizeigewalt, ich kann dir auch gleich einen Kopfschuss geben, du Wichser. Entschuldigung. Regroup on me. Blutet da mein Kollege? Hör mal auf zu bluten, Junge. Was wir mal machen können, wir können ja mal gucken. Den schieben wir erstmal beiseite hier. Kann ich hier so ein bisschen beiseite? Noch ein bisschen nach da so. Gut. Okay, da steht keiner. Schiebe ich auch mal beiseite. Go. Roger. Hands up! Boah, Mann. Fall in on me. Schieße ich dreimal daneben, ey. Aber Gott sei Dank war der schwatte Gangster nicht so gut wie ich. Er hält sie auch schief, die Waffe, ne? Disable that. Roger that. Fall in and stay close. So, ich würde sagen, wir checken nochmal. Oh, gut. Get down now. Bitte mal in die Küche. Use the mirror. Roger. Na, Gangster gleich davor. Öffne die Tür. Copy that. Oh. Durchbruch, Kids. Ist auch noch nicht eingesetzt. Roger. Und Zugriff. Regroup on me. Das Durchbruch-Kit ist gut, weil das ist, hat eigentlich noch eine Blendgranate. Camera under the door. Also die Kamera finde ich auch sehr gut. Suspect spotted. Da haben wir nämlich dasselbe Spiel. Den Durchbruch-Kit verwenden. Ey, komm. Marschier da rein. Get over there. Roger. Hands up! Get down now! Okay. Geh da hin. Roger. Hier ist clean. Und bei dir drüben, Kollege? Clean, clean, clean. Clean. Gut. Ach, hier liegt überall Koks, Mann. Oder Gras. Roger. Das sind gerade noch aktuell in. Fall in on me. Ich glaube, Koks und Gras ist out, ne? Dann ist bestimmt Crystal Meth. Ist ja seit Breaking Bad wieder beliebt. Hands up! Ja, es ist mir jetzt egal. Also der Typ sieht so aus wie so ein ganz fieser Terrorist. Oder wie eine Eliteeinheit eigentlich, ne? Nicht so wie ein Terrorist, wie eine Sturmmaske da.
Alter, das war mir jetzt egal. Da mache ich jetzt ein paar unerlaubte Punkte. Ist mir wurscht. Schnell Magazin wechseln. Nehmen wir das letztgrößere. Ich hoffe, wir haben diesmal keinen Raum übersehen. Hier. Geh da mal hin. Move. Roger that. Genau. Suspect spotted. Hands up! Ja, yeah. Hammer. Ich finde, das war jetzt auch F. Das war ein B oder ein C, aber doch kein F. Abzüge, Beamte verletzt. Ja, Mai. Unerlaubter Waffengebrauch. Pff, kann ja mal vorkommen. Nur weil ich jetzt den letzten erschossen habe, der hätte auf mich eh nicht gehört. Wette ich mit euch. Wie die anderen fünf Maler, die er mich erschossen hat. Na, die Mission war schon knackiger. Gwen, alles klar bei dir? Ja, danke. Rick, ich hätte solche Angst, dass ich nicht mal... Schon okay. Du bist jetzt in Sicherheit. Und das allein zählt. Jetzt komm. Ich will dich noch was fragen, bevor die Ermittler hier eintreffen. Okay. Also, haben die Angreifer dir gesagt, was sie wollen? Ja, sie haben nach allem gesucht, was mit dem Fall Stanisnevsky zu tun hat. Wusste ich doch. Und? Entschuldigung. Ja, diese Stimmlagenveränderung, das ist... Es macht mir irgendwie selber Spaß, diese Quietschstimme, aber jetzt bin ich raus. Ah. Haben Sie was gefunden? Ja! Die haben alles vernichtet. Fürchte ich. Es tut mir leid, so leid. Schon gut. Es ist ja nicht so, als hättest du was dagegen tun können. Und dennoch. Erinnerst du dich vielleicht noch an irgendwas, an den Tests? Etwas, das uns weiterhelfen könnte? Weißt du? Ja! Wir haben Kevins Blut untersucht und Spuren von Scopolamin gefunden. Das ist eine Droge, die sich direkt auf das Nervensystem auswirkt. Und wenn man den Gerüchten glauben mag. Nun, dann kann man damit jemanden vollkommen willenlos machen. Was? Ist das dein Ernst? Seit wann weißt du das? Und warum hast du uns das nicht sofort gesagt? Aber... Das habe ich doch. Ich habe euch meinen Bericht schon vor über einer Woche geschickt. Seltsam. Höre ich zum ersten Mal. Hör mal. Wir sollten die Sache mit den Scopolamin für uns behalten, ja. Wer auch immer das war, will wirklich alle Spuren beseitigen. Und dabei ist dem scheißegal, wie viele Leute ins Gras beißen. Einfach gut auf dich auf. Verstärkung wird bald eintreffen. Dann kümmert man sich um dich. Ich
Aber John, wir müssen dieser Sache wirklich mal auf den Grund gehen. Ja, Mission 7 haben wir geschafft. 200 Punkte noch zum Freischalten. Willst du mich veräppeln? Uns fehlen 200 Punkte. Gut, das heißt dann für mich, ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee, zock die Mission nochmal durch, damit wir nochmal 200 Punkte bekommen und dann geht es nächstes Mal mit Kapitel 8, die Rache, weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und wenn ich aufhören soll, so eine quietschige Stimme zu benutzen, schreibt mir einen Kommentar. Wenn nicht, geht das okay. Dann quietsche ich weiter. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.